Oh, wie möchtest du aussehen? Interesting. Ich weiß nicht. Ich finde alle eigentlich relativ cool. Ich glaube, ich nehme sie. Wie heißt du? Naja. Wir nennen mich mal Maike. Möchtest du das Spiel mit diesen Einstellungen beginnen? Sprache und Name können später nicht mehr geändert werden. Frisur ändern, Gesicht ändern. Lass mal sehen, was es hier alles gibt. Okay, das ist der Standard. Ich nehme, glaube ich, das hier. Das hier gefällt mir tatsächlich. Na gut, es gibt jetzt kein Blond, was mir zuspricht. Ich nehme aber einfach mal das hier. Let's go. Man kann das Gesicht auch ändern. Oh, hier gibt es aber einiges. Es gibt sehr viele verschiedene Augen. Es gibt hier viele verschiedene Augenfarben. Wimpernform. Dann gibt es hier noch Wimpernfarbe. Na gut, wenn es einem gefällt. Ich lasse es einfach mal bei der Standardfarbe. Augenbrauenform. Man kann wirklich einiges ändern. Also vom Gesicht her ist das ja wirklich das Pokémon-Spiel, wo du am meisten ändern kannst. Dann gibt es hier noch Augenbrauenfarbe. Ja. Lippenform. Ja, sieht man so ein bisschen, dass sich das ändert. Das ist so ein bisschen... Das ist lustig. Und hier noch Lippenfarbe. Also kein Lippenstift oder halt mit Lippenstift. Sieht aber echt hübsch aus. Schönheitsflecken. Da, diese Punkte im Gesicht. Und Sommersprossen. Weitere Punkte im Gesicht. Aber ich bin so tatsächlich schon zufrieden. Wie bestätige ich das? Mit B? Ja, ich bin mit meinem Gesicht zufrieden. Los geht's. Ein Einschreiben für die Orangenakademie. Die Orangenakademie. Mit Tradition als Fundament wächst Stärke bis ans Firmament. Tauche auch du in die Welt der Pokémon ein. Direktor Clavel, Leitung der Orangenakademie. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malerischer Landschaften. Und nicht nur das. Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamer Wesen, die man Pokémon nennt. Man kann sie wahrlich überall antreffen. Im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Hier an der Orange Akademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Dafür kommen wir mit Menschen aus allen Regionen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unseren Pokémon, indem wir Kämpfe austragen. Der umfangreiche Lehrplan unserer Akademie hilft Schülern dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei uns wirst du nicht nur Freude und Pokémon, sondern auch dein wahres Ich kennenlernen. Wie gerade alle in einer Pose waren. Im letzten Frame. Was haben wir denn da von Pokémon? Und damit willkommen zu Pokémon Karmesin. Generation 9. Und da waren neue Pokémon. Oh, ich bin hyped. Neues Tauros. Vorhin war noch ein neuer Vogel. Oh, nicht ins Building. Okay, gut. Oh, ein Flamingo.
ganz viele. Der Leuchtturm. Und platsch. Da landet das Pokémon. Noch ein neues Vogel-Pokémon. Weil ich glaube, das wurde sogar schon in einem Trailer gezeigt. Bin mir gerade nicht sicher. Naja, wie auch immer. Hier wohnen wir. In diesem relativ großen Haus, muss ich sagen. Und da fängt unser Abenteuer an. Ja Leute, damit herzlich willkommen nochmal zu Pokémon Karmesin. Ja, ich spiele Karmesin. Ich weiß, die meisten, glaube ich, spielen Purpur, beziehungsweise Scarlet und Violet heißen ja die Spiele auf Englisch. Allgemein, wenn wir schon über die englischen Sachen reden, ich werde wahrscheinlich öfters aus Versehen mal die, oder was heißt aus Versehen, manchmal die englischen Namen von manchen Pokémon nennen, weil ich die vor allem in diesem Spiel auch besser finde, die englischen Namen. Spiel ein bisschen laggy. Wie so kippt. Ja, ich habe vorhin auch schon angemerkt, dass vorhin irgendein Frame nicht richtig aussah. Ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen kritisieren, wenn sie mir auffallen. Ich weiß, als ich Schwert und Schild gespielt habe, habe ich das nicht gemacht. Also nicht wirklich groß gemacht, obwohl ich muss wirklich sagen, Schwert und Schild waren wirklich schlechte Spiele in meinen Augen. Und Pokémon Legends war auch nur okay. Grafik war aber nicht gut. Und in diesem Spiel hoffe ich, dass die Grafik viel besser ist. Also von den Cutscenes her weiß ich nicht. Jetzt gerade sah okay aus, aber dieser Close-Up an das Legi, das war jetzt schon ein bisschen komisch. Genau. Der Preis war bei der Way von dem Spiel ein bisschen anders. Normalerweise kosten bei mir die Spiele, wenn sie neu rauskommen, die Pokémon-Spiele, 50 Euro. Diesmal war es 55 Euro. Damit ihr Bescheid wisst, ich will es mal erwähnt haben, ich will das ja immer. Genau. Wir gucken erstmal ein bisschen weiter, bevor ich weiter erzähle. Die Sonnenstrahlen haben dein gemütliches, weiches Bett wunderbar aufgewärmt. Oh, das ist doch schön. Aber ich finde das komisch, wie mein Charakter sich bewegt, dreht sich so kippt so immer in die Richtung. Seht ihr das? Kippt so ein bisschen komisch. Diese Raffelpuppe wurde aus besonders weichem Material hergestellt. Also ich muss sagen, bisher finde ich die Grafik schön, nur die Cutscene sah gerade komisch aus. Eine Abenteuerfibel! Drücke X, um in den Hauptmenü zu kommen, kannst speichern, findest noch Tipps und Items und alles, ja ja. Der Standardkram halt, ne? Okay. Ich dachte, ich könnte mit dem Mülleimer reden. Dein Schrank ist mit Pokémon-Stickern dekoriert. Okay. Eine neue Nintendo Switch-Konsole mit größerem Bildschirm. Oh, eine OLED-Switch. Das ist eine Karte von Paldea. Dein Haus liegt im Süden. Ja, das ist die Region Paldea. Die ist angelehnt an Spanien, wie die meisten sicherlich schon wissen. Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Paldea, deine Städte. In dieser Folge reden wir über Misalona City, die Stadt, in der das akademische Herz der Region schlägt. Okay. Huch, Zeit aufzubrechen. Okay. Dieses Regal hat deine Mama für dich gebaut. Deine Sachen sind darauf ordentlich aufgereiht. Okay. Kamera spackt ein bisschen rum, wie ihr seht. Aber egal, der Bildtitel lautet Frau beim Dänen. Ein schönes Gemälde. Warum guckt mein Charakter so nach unten? Der Bildtitel lautet Windmühlen und Himmel. Du kannst die milde Brise förmlich spüren. Okay. Charakter, guckst du nach unten? Ah, Raff! Ein Pokémon aus Gen 8. Ich muss mich doch an die Steuerung gewöhnen. Ist ein bisschen anders. Vor allem die Animation. Diese Kartons sind zwar klein, aber schwer. Was da wohl drin ist? Sind wir frisch eingezogen oder was? Okay, hier sind noch ein paar Gemälde. Sind jetzt nicht so interessant. Das ist das Zimmer deiner Mama. Es wäre unhöflich, ungefragt hineinzugehen. Ja, klopf auch einfach an. In dieser voluminösen Vase steht eine große Pflanze mit kleinen Blüten. Okay. Hier noch ein Bild. Wo ist denn eigentlich... Hier. Eichhörnchen in unserer Wohnung. Was macht denn das hier? Na, Kleine?
Ist das vielleicht unser Eichhörnchen? Ich weiß es noch nicht. Wir haben auf jeden Fall wieder sein Bettchen. Okay, ist unser Ei. Oh, kein Picknick ohne Sandwiches. Unsere belegten Brote werden von Meisterhand zubereitet. Egal wie groß der Mund mag sein, ein Sandwich, das geht immer rein. Ja, schon. So ein Abstecher beim Subway macht schon Sinn. Hier geht es in den Abstellraum. Gerade hast du aber nichts zum Abstellen. Okay. Fenster sieht ein bisschen komisch aus. Einfach kein Hintergrund. Aber im Garten wachsen jede Menge Blüten. Kamera? Okay. Sehr weird bisher. Also ich habe von ein paar Reviews gehört, das Spiel soll gut sein. Ich habe mich natürlich nicht spoilern lassen oder so. Aber ja. Ein bisschen verpackt ist es bisher schon. Guten Morgen, Maike. Oh, du trägst ja schon deine Uniform. Nun, heute ist schließlich dein erster Tag an der Akademie. Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Aber leider musst du dich noch ein wenig gedulden, bevor es losgeht. Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und gemeint, dass du noch daheim warten sollst. Offenbar ist etwas sehr Wichtiges noch nicht angekommen, das du zum Einschreiben brauchst. Ding Dong! Oh, na, das klingt doch nach perfektem Timing. Schau bitte mal nach, wer da an der Tür ist. Okili-dokili. Schauen wir mal nach. Kann ich nicht rennen? Oh, ich kann die Kamera drehen. Das ist so ein bisschen halt. Interesting. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Oh, du müsstest also Maike sein, richtig? Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass sich seine Einschreibung so verzögert hat. Oh, aber ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Clavel. Ich bin der Direktor der Orangenakademie. Na sowas, das ist ja der Direktor höchstpersönlich. Nun, immerhin bin ich für die Unzulänglichkeiten der Akademie verantwortlich. Das hier sind die Unterlagen, die Ihre Tochter für die Einschreibung benötigt. Oh, das wäre aber nicht wirklich nötig gewesen. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten, wo Sie doch den ganzen Weg hierher auf sich genommen haben? Nein, nein, machen Sie sich bitte keine Umstände. Maike, ich habe doch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Bereite dich doch so lange in deinem Zimmer auf der Akademie vor. Vergiss deinen Beutel und deinen Hut nicht. Okay. Senior Direktor, wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen? Gut, dann nehme ich Ihre Einladung dankend an. Okay. Interesting. Ja, Fun Fact. Je nachdem, ob ihr Karmesin oder Purpur spielt, wechseln sich die Farben der Outfits. Ich habe jetzt zum Beispiel so ein oranges Outfit an. Aber in Purpur hat man sowas Niedernes. Möchtest du deinen Beutel deinen Hut nehmen? Nee, die liegen einfach nur rum. Na komm, nehmen wir sie mit. Die Szene kommt mir sehr bekannt vor aus einem anderen Pokémon-Spiel. Naja. Ja, das haben wir schon gelesen. Mit X kommen wir ins Menü. Das ist sehr simpel, aber ich muss sagen, es ist nicht schlecht. Im letzten paar Pokémon-Spielen war es so der ganze Bildschirm voll, aber jetzt ist es einfach wieder genauso wie damals auf den Gameboy-Spielen zum Beispiel. Da war es auch einfach nur rechts an der Leiste. Und das finde ich voll in Ordnung. Ich will mal die Einstellungen anschauen. Was gibt's denn alles? Texttempo, wir wollen natürlich auf 3 haben. Attacken später erlernen. Wähle, ob Attacken unmittelbar bei Levelaufstieg erlernt werden sollen. Okay, interesting. Teambox, Spitznamenfrage, Kamera. Speichern automatisch, Spitznamen, Videosequenzen überspringen. Man kann das Musik, Soundeffekte, Pummelrufe einstellen, wie man möchte. Und ja. Ich mach's mal ein bisschen schneller mit dem Text. Vielleicht lese ich ja noch schneller. Mal schauen. Aber ja. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, am Anfang war ich ein bisschen stutzig bei dem Spiel, weil ein Pokémon-Spiel, wo ich in die Schule gehe, ich meine. Aber ich will noch nicht zu früh äußern. Ich will noch nicht zu früh irgendwas urteilen. Wir werden sehen. Ah, wunderbar. Gut schaust du aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für deinen ersten Tag. Vorzüglich. So sieht eine Musterschülerin unserer Akademie aus. Oh. Ach, was ist heute nur mit mir los? Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Hier im Haus wäre es vielleicht etwas unpassend. Würdest du mir bitte nach draußen folgen? Okay. Du bist eine Delegatorpuppe. Auch süß. Ich frage mich, was der Direktor meint. Komm, lass uns doch draußen gehen. Okay. Gehen wir mal nach draußen. Ach, hier.
Der Kompass zeigt uns den Weg nach draußen. Oder so. Was lange laden, das Spiel? Guck mal, diese heftige Cutscene. Wohlan, liebe Pokémon, euer Moment ist gekommen. Yo, das sind die Starter! Und sehen sie nicht einfach nur nice aus, sind alle richtig cool aus, meiner Meinung nach. Es ist Tradition, neuen Schülern der Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selbst entscheiden, welches dieser drei Pokémon dir als Partner zur Seite stehen sollen. Das hier ist Filori, auf Englisch Sprigatito, das Flora-Katzen-Pokémon. Süß. Das ist Krokel, auf Englisch Fuecoco, das Feuer-Kroko-Pokémon. Und zu guter Letzt hätten wir Quarks, auf Englisch Quaxly, das Jungenten-Pokémon. Sie sind alle sehr anhänglich, meist wollen sie gar nicht von meiner Seite weichen. Okay. Nanu. Oh, sie scheinen dich sehr interessant zu finden. Dann bin ich wohl abgeschrieben. Ich wäre ja gern dabei, während du dein Pokémon auswählst, aber ich muss mich so langsam zum nächsten Hausbesuch aufmachen. Du findest mich in dem Haus da drüben. Lass dir ruhig Zeit, genügend über deine Wahl nachzudenken und gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nun denn, ich empfehle mich. Okay? Ach, der Direkt ist so unglaublich hilflich und aufmerksam, findest du nicht? Diese drei Pokémon sind wirklich herzallerliebst. Wie soll man sich dann nur für eines entscheiden? Wie wäre es, wenn du sie auf einen kleinen gemeinsamen Spaziergang mitnimmst und schaust, wie das so läuft? So lernst du die drei vielleicht besser kennen. Ach, bevor du losziehst, habe ich noch ein Geschenk für dich. Zur Feier deiner Aufnahme an der Akademie. Du erhältst ein Smart Rotom, aka ein Handy mit einem Pokémon drin. Das neueste Smartphone-Modell. Das ist ein nagelneues Smartphone. Ich lese dir mal die Bedienungsanleitung vor. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht, drück den Y-Knopf. Anscheinend kannst du damit die Karte aufrufen. Wie praktisch. Pass gut auf dein Handy auf, ja? Jetzt aber los mit dir. Viel Spaß. Okay, Mama. Oh. Das ist unser Handy. Oh. Das Smart Rotom ist ein praktisches Gerät, das von vielen Bewohnern Paldeas benutzt wird. Durch das Hinzufügen von Apps kannst du verschiedene Funktionen freischalten. Mit der Karten-App kannst du mehr über die Paldea-Region erfahren. Ziehe den Cursor auf dein Icon und bewege dann den rechten Stick, um gleichzeitig die Karte und deine Blickrichtung anzupassen. Durch Neigen des linken Sticks lässt sich die Lupe bewegen. Drückst du dann den A-Knopf, um einen Ort auszuwählen, kannst du diesen als Ziel festlegen. Ah, cool. Mit dem Flugtaxi kannst du umgehend an einige der Orte zurückkehren, an denen du bereits gewesen bist. Dies gilt für alle Orte, mit denen ein Flügelsymbol markiert sind. Also keine VMs mehr. Die sind abgeschaffen. Waren auch schon in den letzten paar Spielen, glaube ich, so. Ja, wir können jetzt einfach rumfliegen, wo wir schon mal waren. Vor allem bei so einem Spiel, was ich glaube, soweit ich weiß, ein bisschen mehr Open-World-artig ist. Wichtig. Genau, das Spiel ist auch basierend auf Pokémon Legends. Ich glaube, von der ganzen... Ich glaube, allgemein von der Engine her und so, sollte es auf Legends basieren. Und ja, hier haben wir unsere drei Starter-Pokémon, wo wir uns gar nicht eins aussuchen dürfen. Ja. Ich finde die Steuerung noch ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, wo ich rennen kann. Ob ich überhaupt rennen kann. Oh Gott, Kamera ist sehr verbuggt. Aber okay, es ist Day One. Aber kann ich wirklich nicht rennen? Aha. Kamera-App. Ich habe irgendwas gedrückt an meinem D-Pad. Ah, cool. Yeah, wo sind meine Pokémon? Hier. Yo. Ich kann auch Emotionen ändern. Ah, Peace. Oh, hier. Okay. Okay. Das ist echt cool. Das sind echt cool, die Features hier. Okay, ich habe ja auch Mitteilungen oder sowas. Ah, und man kann tatsächlich von Anfang an alles ändern. Und mit alles meine ich das, was das Spiel halt zu bieten hat. Es gibt die Outfits, die ihr jetzt hier seht. Das sind alle, die ihr bekommt. Soweit ich weiß. Gibt es nicht mehr Outfits. Die vier gibt es. Und ich muss sagen, ich finde halt das Standard-Outfit Sommeruniform am besten. Man kann die langen Socken und Knöchelsocken noch ändern, wenn man möchte. Machen wir die langen Socken. Hier haben wir noch die Schuhe ändern.
sehen beide nicht unbedingt toll aus. Handschuhe, falls man welche haben möchte. Ich lasse sie mal an, jetzt habe ich sie sowieso schon an. Den Rucksack kann man ändern. Wie man möchte. Ich nehme mal den normalen. Dann haben wir noch den Hut. So ein wenig. Ich weiß nicht, ob diese einzelnen Sachen hier noch änderbar sind später. Also ob man da später noch viel bessere Sachen bekommt. Ich weiß nur, dass die Outfits nur die 4 sind. So, das wurde mir gesagt. Wie nehme ich das wieder weg? Ohne Brille. Ah, okay. Und die Handyhülle kann man auch ändern scheinbar. Okay. Puh, plopp, da bin ich wieder. Diesmal mit Handschuhen. Na, obwohl, die sehen komisch aus. Ich tue, glaube ich, lieber weg. Einfach X drücken. Und dann akzeptieren. Okay, wir können hier in den Hintereingang vom Haus, aber wir wollen jetzt ein bisschen hier rumwatschen mit unseren 3 Pokémon. Hi. Ja, ja. Ihr müsst mir schon folgen. Ihr könnt nicht einfach irgendwo stehen bleiben. Folgt mir ruhig, folgt mir ruhig. Machen einen kleinen Spaziergang. Gucken wir uns ein bisschen die Grafik an. Ich finde sie in Ordnung. Definitiv besser als Schwert und Schild. Und hundertprozentig besser als Legends. Also, das ist auf jeden Fall, das steht auf jeden Fall fest. Oh, da ist ein Item. Das leuchtet ja. Kann man nicht übersehen. Einen Trank. Oh, diesmal kein wirklicher Sound. Einfach nur, du nimmst halt mit und gehst weiter. Okay, stopp den Gameplay. Fluss nicht. Interesting. Ich kann mir noch nicht so große Meinungen bilden zum Spiel. Ich werde erstmal ein bisschen spielen, dann werden wir sehen. Und hinten ist noch ein Item. Ey, das kotzt mich aber an, dass ich so übelst langsam bin. Das kann doch nicht sein. Ich kann die Kamera noch so ändern. Wie in so einem Shooter oder so. Keine Ahnung. Ja gut. Groß viel passiert jetzt hier nicht. Ich versuche mal einfach nach vorne zu gehen. Oh, ich kann den Tick reindrücken und rausdrücken. Zum Rein- und Rauszoomen. Okay. Wir haben eine Minimap. Ist natürlich auch wichtig. In einem Pokémon-Spiel, was eher Open World gedacht ist. Oder Open Area, ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich wollte schon sagen. Das hier ist. Das hier ist Kucharico. Ein kleiner, aber feiner Ort. Okay. Und endlich kann ich rennen. Boah, das ist mega langsam. Die Macht der Wissenschaft. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Mithilfe der Kommunikationsfunktion kann man wohl mit bis zu 3 Freunden gemeinsam spielen. Cool. Weiß noch nicht, wie das ablaufen wird, aber ich werde das definitiv irgendwann in naher Zukunft mal demonstrieren. Ich weiß, das Item da hinten habe ich vergessen, aber das holen wir später mal nach. Ich konnte an der Zeit noch nicht rennen. Ein Pokéball. Können wir schon Pokémon fangen? Oder was? Naja. Tappel, tappel, tappel. Tappel, tappel. Ha? Ah, okay. Süß. Süß. Und... auch süß. Ich mag die Starter hier in dieser Region. Bist du die Trainerin dieser Pokémon? Na, nicht wirklich. Mir gehört ja anscheinend nur eins. Nicht ganz. Noch hat sich Maike nicht für eines der 3 entschieden. Auf welches Pokémon ihre Wahl wohl fallen wird? Kein Gelächter. Aber die Starter sind echt cute hier. Finde ich insgesamt besser als die aus Gen 8. Hallo, hallo, wir kennen uns noch nicht, oder? Du bist früher gekommen, als ich gedacht hatte. Senior Direktor, sagen Sie, ist das vielleicht... Darf ich dir deine neue Mitschülerin Maike vorstellen? Habe ich mir doch gedacht, du bist in das Haus da drüben eingezogen, stimmt's? Ich war schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Oh, ich heiße übrigens Nimila. Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie, aber das hier ist mein Zuhause.
Also Nachbarin, lass uns doch Freundinnen sein. Na klar. Hä, das war die einzig richtige Antwort. Wir kommen sicher super miteinander klar. Nemila ist unsere Schulsprecherin, solltest du wissen. Und nicht nur das, sie ist außerdem eine äußerst begabte Trainerin, die bereits den Champ-Rang innehat. What? Sie ist der Champ oder was soll das heißen? Ich liebe Pokémon-Kämpfe über alles. Komm, lass uns direkt loslegen. Ein Kampf, hier und jetzt. Nun, sei mit deiner neuen Klassenkameradin nicht so ungestüm. Ihr werdet genügend Zeit haben, um euch näher kennenzulernen. Also lasst es langsam angehen. Was? Wir sind in einer Klasse? Voll gut. Dann können wir gemeinsam kämpfen. So viel wir wollen. Nun denn, Maike. Ohne um den heißen Ball rumzureden. Entscheid dich, welches Pokémon dein erster Partner werden soll. Ja, direkt zur Sache kommen wir. Okay, es hat lange gedauert für mich, mich jetzt zu entscheiden. Wir haben ja einmal Quaxly, oder Quax auf Deutsch. Das ist zwar eher ruhig, aber mit seinen starken Wasserstrahlen löscht es jedes Feuer im Nu. Warum ist die Musik weg? So, Quaxly mag ich. Ich mag seine Frisur. Ich finde ihn lustig. Aber die anderen gefallen mir da ein bisschen mehr. Oh, wenn ich B drücke, kann ich ducken. T-Bag. Oh, was? Ich kann sliden. Interesting, interesting. Dann haben wir noch Sprigatito, auf Deutsch Felori. Wie eine kräftige, wuchernde Pflanze kann es große Mengen an Wasser problemlos aufsaugen. Ja, ich muss sagen, am Anfang, als ich den Trailer gesehen habe, den allerersten Trailer, wo die Shutter gezeigt wurden, ich wollte unbedingt die Weed Cat nehmen. Felori, Sprigatito. Aber ich habe sehr viel Angst, dass es auf zwei Beinen steht. Ja. Und damit ich kein Risiko eingehe, nehme ich den zweitcutesten. Das kleine Krokodil. Fuhlkoko oder auch Krokel. Wenn es seine Funken versprüht, gehen sämtliche Pflanzen in Flammen auf. Also es war eine wirklich schwere Wahl hier. Das habe ich lange nicht mehr gehabt bei Pokémon, schwere Wahl. Aber hier war es wirklich schwer. Aber im Endeffekt, ich entscheide mich für Krokel. Kroko! Aber alle sind super. Möchtest du einen Spitznamen geben? Ja. Ich habe mir schon viele Gedanken gemacht. Okay, nicht nochmal B drücken, sonst ist es weg. Nicht, ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich es nennen könnte. Ich und ein bisschen von Leaks weiß ich schon, wie es aussehen könnte. Und deshalb, der Name muss leider sein. Takokro. Ihr werdet, glaube ich, noch später sehen, warum ich so nenne. Jetzt macht es vielleicht noch nicht so viel Sinn, aber später wird es mehr Sinn machen. Wow, wie ich es auch stehen kann. Muss aber sehr leichtes Pokémon sein. Oder wie es einfach nur ein sehr starker Trainer. Maybe both. Koke scheint dich auch zu mögen, Maike. Es ist dein erstes Pokémon, nicht wahr? Behandle es gut. Und jedes Pokémon benötigt dir natürlich auch einen Pokéball. Ja, da haben wir vorhin gefunden. Können wir es direkt reintun. Das heißt, Krokel ausgesucht, was? Also, wenn du mich fragst, passt es echt super zu dir. Ihr gebt bestimmt ein klasse Team ab. Direktor Clavel, darf ich mir auch eins aussuchen? Hm? Hast du denn bei deiner Aufnahme an der Akademie keinen Pokémon bekommen? Genau, habe ich nicht. Damals gab es nämlich andere Pokémon, die ich trainieren wollte. Aber jetzt, wo Maike aber nur anfängt, möchte ich gleichzeitig mit ihr ein neues Pokémon trainieren. Oh, das klingt nach einer wundervollen Idee. Na, dann möchte ich sehen, wie du mit Maike einen Neuanfang startest. Spitze, vielen Dank. Wenn Maike Krokel hat, dann möchte ich das hier. Weil ich möchte nicht den Starter nehmen, wo ich einen Vorteil habe. Ich möchte ein bisschen den Nachteil haben. Ich habe ja schon den Champ-Rang und alles. Nett, dich kennenzulernen, Sprigatito. Bio. Passt auch gut zu ihrer grünen Strähne. Grünes Pokémon. Also gut, jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Weißt du, was das heißt? Es ist Zeit für einen Duell. Ich warte unten am Strand auf dich. Also komm vorbei, wenn du ready bist. Okay. Nemila ist Pokémon-Kämpfen beinahe etwas zu sehr zugetan. Ich empfehle dir aber, ihre Herausforderung anzunehmen.
Das wird das Band zwischen dir und deinem Pokémon stärken. Alles klar. Na gut. Kämpfe gegen Nemila. Wir kriegen mal so Status-Upgrades. Updates, whatever. Ja, das soll es auch schon mal gewesen sein für die erste Folge. Ich weiß, erste Folge ist eher so ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Stille, ein bisschen mehr ins Spiel reinkommen. Ab nächster Folge wird es definitiv interessanter werden. Wie ist so euer Ersteindruck? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Folge. Die werden jetzt nämlich sehr oft kommen, die Folgen.